versuchen, wesentliche Punkte dessen, was mir wichtig war beim Verfassen dieses Buches, hier vorzustellen. Das ging 2011 los, als ich eigentlich für mich selbst beschlossen hatte, mich mit dem Thema in Zukunft weniger zu befassen und mich Themen zu widmen, die ich beruflich und auch politisch damals drängender fand, Themen von Grund- und Freiheitsrechten verschiedenster Art. Dann kam aber 2011 dieser Streit um die Linkspartei, der einige Wochen und Monate durch die Medien ging, bis in den Bundestag führte. Und das war ein sehr, sehr trauriges Kapitel, fand ich, in der Geschichte der linken Nahostdebatte. Deswegen, weil einerseits sehr ernsthafte Probleme der Linken in Bezug auf dieses Thema thematisiert worden sind. Andererseits, dass in eine Treibjagd gegen die Linke ausgeartet ist, die vollkommen überzogene, vollkommen irrwitzige Vorwürfe hervorgeholt hat und etwas produziert hat, was man aus dieser Debatte häufig kennt, die Abschottung. Also die eine Hälfte glaubt, über die Vorwürfe sich überhaupt keine Gedanken machen zu müssen, und die andere meint, die Vorwürfe bis ins Unermessliche treiben zu können, und seien sie auch vollkommen hanebüchen und aus den Fingern gesogen. In dieser Situation ist also dann die Idee zu diesem Buch hier auch in der Stiftung in Diskussionen auch mit angeregt entstanden. Für mich ein bisschen Resümee nach fast 15 Jahren Beschäftigung mit diesem Thema. Auch der Versuch, das eine oder andere theoretische Konzept nochmal zu verdichten, bestimmte neue Entwicklungen und Themen aufzugreifen. Also es gab ja, man muss das ja auch begründen, wenn man schon mal so ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, warum jetzt nochmal ein neues. Also da ist aber auch viel passiert. Man denkt an die Beschneidungsdebatte, krass, Augstein, die Diskussion um Homonationalismus und Pinkwashing. Also wenn man auch manchmal den Eindruck bekommen könnte, weil zu dem Thema schon viel geschrieben wurde, dass da alles schon gesagt ist. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Es gibt durchaus einige Leerstellen, an denen das Buch ansetzen will. Da geht es unter anderem darum, die Binarismen, die dieses Feld prägen, aufzubrechen und auch zu zeigen, dass es nicht nur verrückte Positionierungen, nicht nur überspannte Positionierungen gibt, sondern durchaus auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Erfolge und Lernprozesse, die komplexere Wahrnehmung des Nahostkonflikts in der Linken ermöglicht haben, die keineswegs selbstverständlich waren, wenn man mal einige Jahrzehnte zurückgeht. Es geht auch darum, einige bisher theoretisch in dieser Debatte vernachlässigte Themen aufzugreifen, wie zum Beispiel die Beschäftigung mit Rassismus. Und das ist auch schon gesagt worden, das ist mehr so mein persönliches Anliegen, auch in der Debatte zu entmoralisieren und zu entemotionalisieren, indem man auf die Standpunkte von den Positionierungen kommen, vielleicht ein bisschen genauer reflektiert. Diese vier Punkte will ich auch kurz erläutern jetzt. Ich hoffe, dass mir das gelingt mit dem kurz. Erster Punkt, Binarismen aufbrechen. Dieses Feld stellt sich häufig so sehr binär strukturiert da. Es ist aber ein doppelter Selbstbetrug. Also da hat man immer Israel versus Palästina, die Israel-Solidarität gegen die Palästina-Solidarität oder die Anti-Imps gegen die Anti-Deutschen und so weiter. Das, so beschreibt sich der Konflikt, oder so wird der Nahostkonflikt beschrieben, und so wird auch der Nahostkonflikt zweiter Ordnung, den die Linke führt, beschrieben. Aber das ist beides ist ein Selbstbetrug, weil es den tatsächlichen Stand der Diskussion heutzutage nicht mehr wiedergibt, sondern es ist eine Wahrnehmung derjenigen, die aufgrund ihrer starken Identifikation im Feld quasi alle, die nicht komplett mit ihnen übereinstimmen, komplett der Gegenseite zurechnen. Ich kenne das persönlich, dass ich dann wahlweise eben mal der Antizionist und mal der Antideutsche bin, je nachdem, von wo halt gerade geguckt wird. Also diesem Lagerdenken sollte man sich nicht entziehen, dann wären die Leute ärgerlich. Ich habe gerade in den letzten Tagen, seit das Buch raus ist, einen neuen Follower gefunden. Ich nenne ihn mal Follower, Mensch, der jede zur Verfügung stehende Internetseite nutzt, um meine Perfidie in diesem Buch darzustellen. Das Perfide daran ist nämlich, ich sage das im Kontext von Lagerzuordnung, das Perfide ist, ich erkenne Antisemitismus als Problem in der Linken an. Das ist noch schlimmer als die das bisher gemacht haben, die sagen, das gibt es nicht, das wäre gar kein Problem, das Perfide ist, ich erkenne das an. Ich schätze es nur anders ein als der Autor.
das ist halt genau diese Situation, diese Wahrnehmung von Extremen, die aber tatsächlich nicht die Situation wiedergibt, einen relativ komplexen Diskurs, den es heute in der Linken in der Bundesrepublik gibt. Es gab tatsächlich diese Phasen, ein Pendeln zwischen einer in den 50er Jahren sehr dominanten israelfreundlichen bis philosemitischen Orientierung der Linken, einen radikalen Bruch in den 60ern hin zu einer Linken, die dominant antizionistisch war mit durchaus massiven antisemitischen Ausfällen, die sich auch in dieser Zeit manifest, nicht nur in Textform, sondern auch als Gewalt geäußert haben. Dass das aber heute nicht mehr so ist, ist eine Folge dessen, dass sehr unterschiedliche, für die Linke in der Bundesrepublik sehr bedeutsame Deutungsmuster ständig aufeinanderprallen. Also eine eher erinnerungspolitisch motivierte Deutung des Diskurses, die sensibel ist hinsichtlich Antisemitismus, hinsichtlich der Verfolgung und der Situation von Jüdinnen und Juden, und eine eher auf die Besatzung fokussierende friedenspolitische Orientierung, die beide für Linke aufgrund der Übereinstimmung mit ihren Wertorientierungen wichtig sind, die aber, wenn man sich den realen Nahostkonflikt anschaut, häufig konfligieren. Was macht man dann mit der nationalen Befreiungsbewegung, die sich zwar legitimerweise gegen die Besatzung wendet, die aber sich vollkommen illegitimer Mittel bedient, die möglicherweise in ihrer Programmatik antisemitisch, sich eindeutig antisemitisch gibt? Das ist der Stoff, diese unterschiedlichen relevanten Bezugspunkte, aus denen diese Diskussionen hier, anders als in anderen Ländern, wo es diese Deutungskonflikte nicht gibt, speisen. Die Folgen dieses ständigen Aufeinanderprallens von sehr konträren Positionen sind einmal eine Dissonanzreduktion. Also es ist natürlich eine sehr beliebte Situation, die Komplexität dieses sich angesichts dieser verfahrenen Situation und angesichts der vielen Konfliktlagen, dieses sich nicht entscheiden können, sich notwendigerweise nicht einfach entscheiden können, ist sich radikal, also diese Widersprüchlichkeit radikal in eine Seite aufzulösen. Radikal aufzulösen, so dass alles Böse bei der einen Seite zu finden ist, alles Gute bei der anderen. Das ist sicherlich eines der Hauptprobleme, aber dieses stete Aufeinanderprallen führt halt dazu, dass auf der überindividuellen Lage, auch selbst wenn alle, die sich am Nahostdiskurs beteiligen würden, überspannt und mit Schaum vor dem Mund nur reden würden, der Gesamtdiskurs ist einer, der Komplexität verlangt, weil man, wenn man sich hier äußert, immer mit Widerspruch rechnen muss, immer sich diskursiv quasi wappnen muss, vorbereiten muss und diese dauerhafte Anspannung auch zu einer dauerhaften Metadiskussion führt. Also haben wir heute tatsächlich diese Situation, ich sage mal, des Erbes der Phasen, in denen die Linke noch 100% auf der einen oder anderen Seite stand, also diejenigen, die ich gerne die 150% Palästinenser sehe, nenne, die quasi den palästinensischen Kampf noch überzeugter führen als alle tatsächlichen Palästinenserinnen und Palästinenser, die ich bisher getroffen habe, oder die Leute, die in der israelischen Armee die leninistische Avantgarde sehen, die für den Kommunismus kämpft und wo man gerne mit einer UCI auch dabei wäre. Und es gibt aber eben auch all diese Zwischenpositionen, die mittlerweile nach zwei Jahrzehnten mindestens oder noch länger währender Debatte über den Nahostkonflikt durchaus in der Lage sind, beispielsweise die Besatzung zu kritisieren und Antisemitismus zu kritisieren, die in der Lage sind, zwischen einer Einschätzung des Nahostkonflikts und einer Positionierung, einer öffentlichen Kampagne, wie sie hier stattfinden sollte, zu unterscheiden. So gesehen ist also die deutsche Situation zugleich verantwortlich für das Überspitzte und Überzogene mancher Auswüchse dieser Debatte, aber auch für die Möglichkeit von Lernprozessen. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich habe ihn überschrieben, Antisemitismus neu denken, und zwar als diskursives Feld. Wenn man sich die Diskussion hier anschaut, dann ist man ja nicht ganz sicher, man kann ein paar Leute befragen und dann wird man diejenigen treffen, die sagen, Antisemitismus in der Linken ist überhaupt kein Problem, und man wird aber auch häufig Leute treffen, für die das offensichtlich das einzige Problem überhaupt ist. Man muss jetzt nicht in der Geschichte ewig weit zurückgehen und die antijüdischen Kampagnen im Spätstalinismus analysieren und so weiter. Auch heute gibt es immer wieder Fälle. Ich bringe ein paar Beispiele, um das bloß zu illustrieren. Wenn Kölner Friedensfreunde beispielsweise ein Plakat aufhängen, auf dem eine als jüdisch-israelisch gekennzeichnete Person mit einem Davidstern ein palästinensisches Kind genüsslich verspeist und dazu Blut trinkt,
Oder wenn der britische linke Jazzmusiker, der der Socialist Workers Party nahesteht und regelmäßig auf politischen Events auftritt, Gilad Atzmon, öffentlich überlegt, dass man doch mittlerweile angesichts der Entwicklungen doch mal die Beschuldigung, Jüdinnen und Juden wollten die Welt beherrschen, doch ernst in Erwägung ziehen müsste. Oder am schlimmsten ist es bei solchen Ex-Linken wie Jürgen Elsässer, interessanterweise ja einer der Begründer der Israel-solidarischen radikalen Linken, der mittlerweile in seinem Querfund-Projekt Compact schreibt, wer vom Zionismus nicht reden darf, muss auch vom Faschismus schweigen. Und dann weiter fortsetzt mit, wir lassen uns nicht von Imperialisten und Zionisten in einen Kampf der Kulturen treiben. Das sind Beispiele, die ich jetzt nicht in aller Tiefe analysieren kann. Dafür ist dann das Buch da. Für einen klaren Befund, es gibt Judenfeindschaft auch in der Linken und zwar in der Regel als ein Antizionismus, nicht als jeder Antizionismus, sondern als ein Antizionismus, der sich mit einem Feind, mit einem Judenbild als Feindbild verbindet. Aber es ist nicht, wie manche andere Autorinnen und Autoren nahelegen, ein linker Antisemitismus, der genuin aus der Struktur linken Denkens resultiert. Da gibt es ja wirklich auch manchmal sehr abstruse Deutungen. Ich denke an Michael Wolfson, der damals während des Streits um die Linkspartei eine interessante Argumentationskette hatte. Linke sind Atheistinnen und Atheisten in der Regel, deswegen lehnen sie Religion ab, deswegen lehnen sie auch das Judentum ab, deswegen sind sie Antisemiten. Ich glaube, das ist nicht die Argumentation, die uns hilft, diesen Themenkomplex zu verstehen. Was viel entscheidender ist, ist, dass natürlich Linke in einer Gesellschaft, in der es massiv Antisemitismus gibt, die einen großen Vorrat an Stereotypen, Einstellungen, Bildern, eben Diskursmustern auch in sich trägt und immer weiter tradiert, dass auch eine Linke davon betroffen ist und sich nicht einfach aus diesem Verhältnis rausnehmen kann, so wie auch eine Linke nicht per se frei von Sexismus ist oder per se frei von rassistischen Vorstellungen, weil sie nicht in einem Vakuum existieren. Es sind allerdings meines Erachtens drei Ebenen zu unterscheiden. Wenn man diesen Diskurs wirklich verstehen will und warum es auch in der Linken zu Antisemitismus kommen kann. Das eine wäre das, wofür ich jetzt schon einige Beispiele gebracht habe, nämlich der linke antisemitische Antizionismus, wo die Feindschaft gegen ein israelisch-jüdisches Amalgam im Zentrum eines Weltbildes steht, was sich dann in so der Gleichsetzung quasi des Kampfes gegen Kapitalismus, Imperialismus und Zionismus beispielsweise widerspiegelt. Es gibt aber eine zweite Ebene, Beispiele dafür hatte ich jetzt schon viele gebracht, die eigentlich viel entscheidender ist, ich glaube quantitativ und auch qualitativ, weil sie auch komplizierter ist, eine Grauzone von Problemfällen, die nicht unbedingt alle Antisemitismus sind oder die nicht so eine klare Klassifizierung ermöglichen, sondern möglicherweise eine Anschlussfähigkeit, eine Lesbarkeit als Antisemitismus, aber auch vieles andere, was man schlichtweg unappetitlich finden kann, aber nicht mit dem Schlagwort Antisemitismus in der Regel nicht erfassen kann oder häufig nicht erfassen kann, manches davon. Ich denke da zum Beispiel an die Boykottkampagnen mit ihrer grundlegenden Ambivalenz von einerseits aus palästinensischer Sicht meines Erachtens ein hochlegitimes Mittel zu sein, andererseits in einem deutschen Kontext definitiv einfach nur von meines Erachtens mindestens schlechten Geschmack zeugt. Die Bereitschaft, ein anderes Beispiel, sich aufs Frauendeck sperren zu lassen oder mit der reaktionären türkischen IHH für die palästinensische Sache etwas zu erreichen, zu glauben, was gelegentlich vorkam, Verbrüderungen mit der Hamas, all das sind Fälle, in denen es eine Anschlussfähigkeit linker Akteurinnen und Akteure zum Antisemitismus gibt, aber die beispielsweise in der Regel nicht aus einer, zum Beispiel nicht aus einer antisemitischen Motivation erfolgen. Erste Komplexität. Ich komme gleich dann nochmal drauf zurück. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die man, glaube ich, unterscheiden muss, nämlich die, hatte ich schon öfter angesprochen, vollkommen falschen Antisemitismusvorwürfe, prototypisch dafür sicherlich das, was Samuel Salzborn und Sebastian Vogt damals über die Linkspartei hervorgebracht haben, mit vollkommen hanebüchenen Übertreibungen, die einfach durch nichts auch empirisch gedeckt sind. Die Grauzone würde ich mir etwas genauer kurz anschauen wollen. Eines der entscheidenden Probleme, warum es eben eine Grauzone ist und nicht, wir nicht einfach bei allen möglichen Äußerungen, Texten, Statements und so weiter einfach entscheiden können,
so ganz leicht, das ist Antisemitismus, das ist nicht Antisemitismus, als gäbe es da so einen Lackmustest oder so, ist, dass es ein sehr starkes Auseinanderbrechen von Motiven, von den manifest tatsächlich getätigten Aussagen und den diskursiven Anschlussmöglichkeiten besteht. Das heißt, also wenn wir auf der Motivebene sind, als reine Friedensgeste gemeinte oder als Kritik an einer realen Nahostpolitik gemeinte Geste, kann sich durchaus ungewollt eines Musters bedienen, was wiederum, das wäre die dritte Ebene, auch von der falschen Seite antisemitisch dekodierbar wäre. In der Regel ist es aber so, dass da keinerlei Eindeutigkeit besteht, weil sich verschiedene Themenstränge da vermischen. Weil in diesen, also ich bringe mal ein Beispiel, es gibt ja die diversesten Kriterien, die immer angeführt werden, womit man den Schwangerschaftstest für Antisemitismus hätte. Da wären dann doppelte Standards, Personifizierung, Manichäismus, alle möglichen Dinge gibt es, die angeführt werden. Das sind aber alles Dinge, die Linke auch woanders fertigbringen. Also auch in anderen Konflikten gibt es die Situation, dass man in einem akuten Konflikt nicht immer die absolut nötige Schärfe in der Analyse vielleicht hat. Gibt es Zuspitzungen, gibt es Vereinfachungen, gibt es Personifizierungen. Nur in anderen Kontexten kommt niemand auf die Idee, das als Antisemitismus zu bezeichnen. Das heißt jetzt nicht, dass es eben nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Das heißt aber, dass sehr wohl unterschiedliche Motivlagen, unterschiedliche Themenstränge, Diskursstränge zusammenkommen und sich vermischen können. In denen spielt der fragmentierte Antisemitismus des postnationalsozialistischen Deutschlands eine Rolle, stellt er einen Moment dar, aber eine reale Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt spielt auch eine Rolle und kann dieses Bild, wie vorhin schon gesagt, konterkarieren. Die Antisemitismusdebatte in der Linken, wie in der deutschen Gesamtgesellschaft, sieht genau diese Vieldeutigkeit nicht. Sie will eher Eindeutigkeit, da wo grau ist, wo Vieldeutigkeit ist, will sie schwarz-weiß. Dann gibt es, wie das die Kollegen Erb und Kohlstruck mal geschrieben haben, ein kriminalistisches Diagnostizieren, um den Übeltäter auszuschließen, einen Skandal nach immer gleichem Skandalisierungsmuster auch vom Zaum zu brechen, mit einer hochmoralisierenden Sprache, die sich in Superlativen nur so überbietet. Also das ist eines der jüngsten Beispiele, ist ein Flugblatt der linken Liste aus Frankfurt, die während der Occupy-Proteste angesichts ihrer Kritik an der Analyse von Occupy, die sie als zu verkürzt und zu sehr auf das zu sehr auf Finanzbereiche bezogen, also es ist nicht mal so, dass da was vom Finanzkapital immer steht, egal, die deuten diese Occupy-Proteste mit ihrer Art der Analyse des Finanzkapitalismus als ein Pogrom der 99% gegen das 1%. Also da ist kein Argument stark genug. Natürlich gibt es viele, viele rituelle Floskeln in diesem Diskurs. Immer wieder wird sich zur deutschen Verantwortung für irgendetwas bekannt. Was das aber konkret bedeutet, darüber besteht natürlich keinerlei Einigkeit. Das ist eine Floskel, weil man das immer wieder anbringen kann, muss und aber alles Mögliche damit erreichen kann. Das Entscheidende in diesem Antisemitismusdiskurs, der die Grauzonen nicht wahrnehmen will, sondern immer eine eindeutige Zuschreibung vornehmen will, ist die dauerhafte Dekontextualisierung. Das heißt, in dieser schwierigen Situation, wo eine möglicherweise überzogene oder auch nicht überzogene Einschätzung des Nahostkonflikts möglicherweise auch in das Repertoire oder möglicherweise lesbar wäre als antisemitisch motiviert, grundiert oder bestimmte Stereotype aufgreifend, in dieser Debatte wird der Nahostkonflikt als ein zentraler Motor für diese aktuellen Kämpfe vollkommen ausgespart. Also dass es ein realer Konflikt ist, in dem es eine reale Feindschaft gibt, reale Kämpfe, das wird in diesem Diskurs quasi hinten angestellt, wenn man Antisemitismus als Erklärungsmuster für sämtliche möglicherweise überspitzten Positionierungen dort hat. Also das ist ein Diskurs, der nach einem Antisemitismus der anderen sucht, aber genau das nicht macht, was eigentlich zentral wäre, nämlich die Situation, in der wir uns also in einem deutschen Diskurs befindliche alle befinden, zu analysieren, die gleiche Ausgangslage sowohl für das eine Extrem des antisemitischen Antizionismus als auch für beispielsweise die andere Seite, den philosemitischen Versuch, das in die andere Richtung aufzulösen, darstellt.
Ich kann das aus Zeitgründen hier nicht ausführen, aber ich glaube, dass es für die Zukunft sehr wichtig ist, bei der Betrachtung des Antisemitismus diesen Diskurs tatsächlich als Ganzes zu betrachten, als einen der antisemitische Kontinuitäten, die es offensichtlich gibt und die es als massives Problem gibt, genauso einzuschließen wie die Eigendynamiken, die dieser Antisemitismus-Diskurs auslöst, in denen, also wie ich gesagt habe, verschiedenste Stränge sich vereinen. Und damit aber auszubrechen aus einer Essentialisierung des Antisemitismusbildes, die sich vor allem aus einer Verdinglichung des NS-Judenmordes speist. Denn diese moralische Messlatte, immer die Positionierung im Nahostdiskurs am nationalsozialistischen Judenmord zu messen, ist irreführend und hilft uns nicht weiter, um die Differenzierungen, die eigentlich nötig wären, dort zu verstehen. So viel erstmal dazu. Kurz zum dritten Punkt, einer der Schwachstellen innerhalb der Diskussion. Es gibt tatsächlich eine, zumindest in der wissenschaftlichen Debatte über linken Antisemitismus, linke Nahostpositionierung, eine theoretische Determinierung. Es wird als eine Antisemitismusdiskussion geführt. Damit werden verschiedene andere Aspekte nicht wahrgenommen, beispielsweise eine rassismustheoretische informierte Wahrnehmung dieses Konflikts oder dieses Umgangs mit diesem Konflikt. Und das betrifft keinesfalls nur die besonders radikal pro-israelischen Kräfte, denen schnell mal reflexhaft eine rassistische Position gegenüber den Palästinensern und Palästinensern vorgehalten wird. Das betrifft durchaus auch diejenigen, die es quasi gut meinen. Zum Beispiel jüngst erst wieder im Rotfuchs gab es längere Auslassungen darüber in dieser steinzeitkommunistischen Zeitschrift darüber, dass die ja da unten alle Semiten seien. Und das ist eigentlich, also natürlich, was man kennt, könnte es keinen Antisemitismus geben. Und es ist eigentlich auch komisch, dass die sich nicht verstehen. Also es ist zwar irgendwie als eine Friedensanalyse gemeint, ist aber eindeutig in einer bedient sich rassifizierender Sprache. Aber tatsächlich krassesten Beispiele eines offenen Rassismus finden wir tatsächlich eher auf Seiten derjenigen, die eine besonders radikale pro-israelische Positionierung eingenommen haben. Und dort finden sich tatsächlich alle Merkmale eines Rassismus, also von der Beschimpfung palästinensischer Symbole, die auch entkontextualisierend auf einen Punkt gebracht werden, auf eine Aussage als Palilappen oder Palifeudel, wenn es um das Palästinensertuch geht, die Kufia-Kampagnen, coole Kids tragen kein Palituch, homogenisierende Darstellung, also als größtes, die Palästinenserinnen und Palästinenser, das größte antisemitische Kollektiv, als todessehnsüchtiges Kollektiv, alles solche Sachen, auch eine Entnennung als sogenannte Palästinenser, das kennt man auch noch gut aus dem Antizionismus der 70er Jahre, wo dann Israel in Anführungszeichen gesetzt wurde. Also bestimmte Muster wiederholen sich. Ich habe dieses Kapitel, das muss ich noch erwähnen, zusammen mit Moritz Sommer geschrieben, der auch da ist, weiß ich ihn jetzt gerade gar nicht, aber naja, da hinten. Möchte ich auch noch dafür danken. Wir haben uns auch gefragt, deswegen komme ich drauf, wegen des Wir, was hier steht. Wir haben uns gefragt, welchen Hintergrund hat das eigentlich? Also man kann jetzt da irgendwie rassistische Positionierungen rausfinden, aber wie lässt sich das spezifisch für diesen Problemfall verstehen? Wir haben da uns eines Begriffs bedient von Cengiz Bazkanmaz. Er nennt das German Exceptionalism, deutscher Exzeptionalismus. Das heißt, wir mit unserem Sonderweg haben die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen, haben die am allerbesten aufgearbeitet und in Zukunft treten wir an, die in aller Welt zu verhindern und führen dafür auch Kriege und so weiter. Es gibt natürlich gute Gründe, natürlich die Singularität der nationalsozialistischen Judenvernichtung, aber es gibt natürlich auch ein Problem, nämlich eine Entkontextualisierung, die eine deutsche Brille zur Deutung und letztendlich zur Universalisierung deutscher Partikularerfahrungen nutzt. In Bezug auf Nahost bedeutet das, dass es zu einer extremen erinnerungspolitischen Überformung kommt, die es diesen Konflikt quasi nicht mehr analysierbar macht als einen Konflikt, den es vielleicht auch unabhängig von unseren geschichtspolitischen Debatten gibt.
Das zeigt sich dann auch hier wieder, diese Wiederholung dessen, was der Antizionismus in Bezug auf die andere Seite gemacht hat. Die Palästinenserinnen werden mit NS-Begriffen als Nazi-Wiedergänger gedeutet, als Mob bezeichnet, der einer Blut- und Bodenideologie verhaftet ist und ein judenfreies Palästina anstrebt. Auch hier wieder das, also es ist wirklich parallel mit den NS-Gleichsetzungen, die der Antizionismus vor allem in den 70er, 80er Jahren auf Israel vorgenommen hat. Es gibt die Deutung jeder palästinensischen Aggression eben als Antisemitismus, die aber die tatsächlichen realen Erfahrungen, die in diesem Nahostkonflikt gemacht werden, ausblendet. Besonders problematisch wird dieser dauerhafte Versuch, den Nahostkonflikt nur erinnerungspolitisch zu deuten, wenn er sich dann noch mit einem ML-Determinismus verbindet, wie es bei einigen dieser Wertkritikerinnen im Bahamas- und ISF-Kreis der Fall ist. Da verdanken wir ein sehr instruktives Beispiel dem Vorwort des Buches, was Micha Brumlik dort ausgegraben hat, eine Formulierung von Stefan Griegert, der sagt, dass alles zu tun sei, um die präventive Selbstverteidigung Israels sicherzustellen, und impliziert damit auch explizit, also Sie wissen schon, explizit auch grauenerregende Übergriffe. Also hier, das ist so ein Moment, wo der so dringende und tatsächlich notwendige Kampf gegen Antisemitismus zu einer bedingungslosen Parteinahme für Israel übergeneralisiert wird, die alles in Kauf zu nehmen hat. Dann ist diese Art des pro-israelischen Diskurses, und das meint nicht alle, die sich Israel-freundlich nennen, das will ich immer sagen, ich rede hier jetzt gerade eben, obwohl ich eigentlich in dem Buch viel, viel mehr mich um die Lernprozesse und die Ausgewogenheit der Debatte kümmere, jetzt doch wieder ein bisschen zu viel von den Extremen eigentlich. Diese Art der extremen Positionierung ist durchaus anschlussfähig an antimuslimische Diskurse. Man denke daran, dass solche Linken, oder ich weiß nicht, ob sie sich jetzt selber noch als Linken bezeichnen würden, wie beispielsweise Tobias Künzel, Thomas Maul, Hartmut Kraus in Islamhasser Publika veröffentlichen, also im Sammelband Feindbild Islamkritik beispielsweise, schon im Klappentext wird dort gegen eine islamische Herrschaftskultur gehetzt, während der Antirassismus als Islam als aggressives Wahngebilde gebrandmarkt wird. Oder auch hier wieder ein Beispiel von Samuel Salzborn, der, obwohl er wissen sollte, dass Umfragen beispielsweise und viele andere Studien immer wieder zeigen, wie weit verbreitet ein spezifisch antimuslimischer Rassismus ist, der beispielsweise beinhaltet, dass sich 2/3 der Deutschen immer Vorsicht mit diesen Zahlen und so weiter, aber wie viel auch immer es sei, ein großer Anteil der Deutschen sich beispielsweise der Ansicht sind, dass eine rechtliche Gleichstellung von Muslimen nicht angemessen wäre. Trotzdem redet er dann vom Phantasma einer angeblichen Islamophobie. Diese Position bedient sich auch oder kann stabilisiert werden durch die Fixierung eines sehr positiven Zerrbilds von Israel, was in der Wahrnehmung dieser Strömung in der Linken die vielen dramatischen Entwicklungen, die sich im Nahostkonflikt abzeichnen und die es auch in Israel selbst gibt, eigentlich nur durch die Brille des Tel Aviver Nachtlebens wahrnimmt, was dann dazu führt, dass es zu den bizarrsten, verblendeten Einschätzungen kommt, wenn beispielsweise in einer Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung, die eigentlich gut ist und viele interessante Impulse enthält, dann beispielsweise zu lesen ist, dass Israel, weil es ja so so fortschrittlich ist und beispielsweise anders als andere Länder in der Region eine lebhafte Schwulenszene hat, dass Israel auch ein Zufluchtsort für palästinensische Homosexuelle wäre. Eine bizarre Vorstellung, weil es eine Zuflucht für Palästinenserinnen und Palästinenser in Israel nicht gibt, aber es zeigt, glaube ich, wie sehr diese Positionierung dazu führen kann, dass man sich gar nicht mehr real mit dem Gegenstand befassen muss. Damit komme ich zum letzten Punkt, was mein Anliegen war: entmoralisieren, entemotionalisieren. Offensichtlich fällt das schwer. Also wie gesagt, ich habe schon jetzt, das Buch ist seit 3 Wochen oder so raus und es gab schon Diskussionen um diverse Aspekte.
es ist trotz aller Lerneffekte ganz offensichtlich ein hochproblematisches Thema, in dem man quasi Fettnäpfchen definitiv nicht umgehen kann. Es gibt unglaublich viele Befangenheiten und das ist noch das kleinste der Probleme, aber auch massive Konflikte, die bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gehen. Aber ganz klar ist, hier in diesem Diskurs darf man kein falsches Wort sagen, sondern oder man muss zumindest eine ziemlich dicke, wie sagt man, Haut, Weste? Nee, was muss man haben? Also man muss Fell. Ganz schön was, Fell was. Man muss auf jeden Fall ganz schön was einstecken können. Ansonsten endet das auch schnell mal vor Gericht. Was, also selbst unter Antisemitismusforschern ist das alles vorgekommen in den letzten Jahren, wenn man in der Einschätzung nicht 100% übereinstimmt. Was vielen nicht klar ist, ist, dass das alles Themen sind, dass das alles Standpunkte, Positionen sind, die mit aller Macht deutsche Identitäten reflektieren, die sie überhöhen, unabhängig von der jeweils eingenommenen Position. All diese Zuspitzungen, dieser besonders radikale Antizionismus, der Antisemitismus, der besonders radikale Philosemitismus, dieses ständige Schaum vor dem Mund in diesen Debatten. Ich habe auf diesen Schaum keine Lust mehr. Viele andere auch, die dieses Buch auch unterstützt haben. Und damit komme ich jetzt zu meinem Dankesteil. Ich danke vor allem den Co-Autoren bei drei Beiträgen in diesem Band, Daniel Bartel, Alban Werner und Moritz Sommer. Ich danke auch der RLS für den finanziellen Zuschuss, der das Verfassen eines Teils des Buches ermöglicht hat. Ich danke der Axel Springer Stiftung für die Ermöglichung der Drucklegung dieses Buches und bin auch also finde es auch sehr spannend, diese ungewöhnliche Kombination auf der ersten Seite gleich zu haben. Ich bin auch da schon mal auf die Reaktionen gespannt. Ich danke dem Wallstein Verlag und insbesondere Frau Köben für eine sehr angenehme Produktionsphase dieses Buches. Ich danke den vielen, die das Buch kommentiert haben, mir Anregungen gegeben haben. Ich hoffe, dass es eine Anregung sein kann, eigene Prägungen und Positionen, den eigenen Sprechort, den eigenen Standpunkt etwas zu überdenken, um damit die Möglichkeit zu haben, sich dieser steten radikalen Identifikation zu entziehen und einen wahren Universalismus, einen wahren linken Universalismus anzustreben. Und jetzt komme ich selber mit einem eigenen Lackmustest, wenn ich mich vorhin mit den anderen noch lustig gemacht habe. Also vielleicht eher eine Metapher. Sie kennen sicherlich die symbolischen Schlüssel, die viele Palästinenserinnen und Palästinenser aufbewahren, die Symbole auch sind. Man findet sie beispielsweise an Flüchtlingslagern. Wenn wir jetzt uns die deutsche Palästina-Solidarität angucken, finde ich es für diese eine interessante Frage. Geht es Ihnen darum, das, wofür diese Schlüsselsymbole stehen, zu realisieren, eine rein historisch verstandene Gerechtigkeit, die Entwicklungen der letzten 50, 60 Jahre umzudrehen, oder geht es Ihnen um eine Lösung, für eine friedliche Lösung für all diejenigen, die im Nahen Osten leben? Es geht mir um einen, jetzt in meiner eigenen politischen Positionierung, unabhängig von der Analyse, um einen Universalismus, der sich also nicht entweder nur aus der Schuld oder nur aus der Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser 1948 begründet. Ich hoffe, die eine oder andere Anregung und Analyse diesbezüglich konnte ich beisteuern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ulrich. Ich will das, was ich zu kommentieren habe, in zwei Teile aufspalten. Der erste Teil, und da kann ich mich auf Sie beziehen, Frau Köhn, wird davon handeln, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass mit diesem Buch irgendetwas versachlicht würde. Das ist definitiv nicht der Fall. Das Bemühen um Versachlichung ist natürlich außerordentlich löblich, aber es wird sich zeigen, dass das nicht ist. Und in meinem zweiten Teil habe ich dann ein paar Anmerkungen. Also Teil 1, die Szene wird zum Tribunal oder für Hegelianer die Identität von Subjekt und Objekt.
Herr Ulrich hat den löblichen Versuch unternommen, einen Schritt zurückzutreten und gleichsam eine Beobachterperspektive einzunehmen. Die wird ihm allerdings nicht gegönnt. Und das will ich Ihnen jetzt im ersten Schritt andemonstrieren. Wie einige von Ihnen wissen, wird am 8. 9. November im Jüdischen Museum in Zusammenarbeit mit der EVZ und dem Zentrum für Antisemitismusforschung eine Tagung zum Antisemitismus stattfinden, was an diesem Datum, wie ich finde, ausgesprochen sinnvoll ist. Dort wird sprechen ein bekannter britischer analytischer Philosoph, Brian Klug, der auch Jude ist und auch Mitglied der Gruppe Independent Jewish Voices for Peace in the Middle East ist. Das hat jetzt schon einen internationalen Shitstorm hervorgerufen, von dem auch Herr Ulrich und ich und der heutige Abend mit ergriffen worden sind. Und das darf ich Ihnen jetzt kurz andemonstrieren. Einige von Ihnen werden wissen, dass es in Berlin einen Ein-Mann-Betrieb gibt, der sich Berlin Institute, Berlin International Center for the Study of Antisemitism nennt und von einer Person namens Clemens Heni betrieben wird, der seit zwei Tagen auf Deutsch Folgendes durch die Welt schickt, was Leute mittlerweile so nervös macht, dass ich heute Nachmittag bereits Anrufe aus den USA bekommen habe mit der beunruhigten Frage, Micha, are you okay? Also, da wird dann auch jemand sprechen, der Feldmann heißt, ein britischer Historiker. Nun wird Feldmann auf der ZFA-Konferenz im Jüdischen Museum sprechen. Er und Schüler Springorum sind institutionell verbunden, zum Beispiel über ein Konsortium von Forscherinnen und Forschern zu Antisemitismus und Rassismus. Feldmanns Podiumspartner in Berlin wird der ZFA-Projektmitarbeiter Peter Ulrich sein, der bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung seine Dissertation über Antisemitismus und die Linken publiziert und im Oktober 2013 ein kleines Buch auf den Markt brachte. Deutsche Linke und der Nahostkonflikt, Politik im Antisemitismus und Erinnerungsdiskurs. Indem er die kritische Antisemitismusforschung am Beispiel des Göttinger Politologen Samuel Salzborn und des Historikers Sebastian Vogt attackiert. Zudem lehnt Ulrich die EUMCE-Arbeitsdefinition zu Antisemitismus just dort ab, wo sie konstatiert, dass die Leugnung des Existenzrechts antisemitisch, Israels antisemitisch sei. Das ist für Ulrich nicht haltbar. Dazu müssen Sie nachher mal was sagen. Das ist für Ulrich nicht haltbar, da darunter zu viele Gruppen fallen. Von der Hamas, immer noch Clemens Heni, über Neonazis, marginale anti-israelische jüdische Kreise bis hin zu selbsternannten Kosmopoliten, liberalen Linken und westlichen Antistaatlern, zu denen er sich wohl selbst auch zählt, die alle aus hier unterschiedlichen Gründen gegen den jüdischen Staat mobil machen. Peter Ulrich wäre ein Fall für den ARD-Film über Antisemitismus gewesen, wenn er damit kokettiert, das Existenzrecht Israels abzulehnen. Soweit Peter Ulrich, jetzt kriege ich mein Fett weg. Das Buch von Ulrich hat zudem vorab den Koscher-Stempel des Pädagogen Micha Brumlik bekommen, der ein Vorwort verfasst hat und selbst einen Binationalen dem jüdischen Staat vorzieht. Ohne offenbar zu merken, dass ein Kollege und Freund, dazu müssen wir auch gleich noch was sagen, der Historiker Wolfgang Krauser, und dessen Analyse und Kritik des linken Antisemitismus gleich in Fußnote 2 diffamiert wird. Krauser, das zitiert nun Henny richtig, ist fassungslos ob dieses Vorworts, wie man auf Brumliks Blog nachlesen kann. Ich habe das auf meinen Blog michabrumlik.de gestellt. Nun ärgert sich Brumlik öffentlich auf seinem Blog, dass er diese Fußnote nicht gesehen habe. Was sollen Forscher von anderen Vor- oder Nachworten Brumliks halten, wenn unklar ist, ob er die jeweilige Studie überhaupt noch im Detail gelesen hat. Mehr noch, auf dem gleichen Blog publizierte Brumlik auch E-Mails von Peter Ulrich, mit denen dieser sich in gleichsam kumpelhafter Weise an das Zentrum für Antisemitismusforschung wendet und von der ersten Kritik an seinem Buch berichtet, damit ist die Kritik von BICSA gemeint, dem von einem ZFA-Mitarbeiter zugetragen worden sei. Ulrich macht sich dabei über die Antisemitismusforscher Samuel Salzborn und Lars Rehnsmann lustig, der sich übrigens auch schon besorgt an mich gewendet hat.
Also insofern, und das ist vielleicht für unsere Diskussion heute Abend interessant, man kommt da nicht raus. Und ich glaube, dem müssen wir nachgehen, warum man da nicht rauskommt. Und damit jetzt, lieber Ulrich, eine erste kritische Vorhaltung. Tatsächlich hat sich sehr gekränkt an mich gewendet, einer der leitenden Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung in Hamburg und einer der wesentlichen Forscher der Geschichte der linken Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland, und hat sich außerordentlich massiv bei mir über ihre Fußnote 2 beschwert, in der sie, wie auch ich finde, ein bisschen arg locker über das bedeutende, hunderte von Seiten lange Buch von Kraushaar über den Münchner Anschlag auf das jüdische Altenheim. Da schreiben Sie, Sie können es nachlesen auf Seite 14, die boulevardeske Skandalisierung Kraushaars über, dass der Antisemitismus der Ursprung der militanten Linken in Westdeutschland gewesen sei. Wir haben darüber auch kurz gemailt, und ich habe Ihnen vorgeworfen, und den Vorwurf halte ich auch aufrecht, und Sie haben es ja auch in gewisser Weise eingeräumt, dass Sie hier auch einem gewissen Binarismus verfallen sind. In der richtigen Richtung. Nee, das diskutieren wir gleich. Nicht in der richtigen Richtung. Denn diese durchgeknallten Terroristen, Kunzelmann und leider Gottes auch, Jutta Ditfurth hat ein wichtiges Buch über sie geschrieben, Ulrike Meinhof, das ist halt ein Teil der Trauergeschichte der ersten Generation adoleszenter Deutscher nach dem Nationalsozialismus. An boulevardesker Skandalisierung kann ich daran ehrlich gesagt nichts finden. Dazu müssen wir was sagen, und ich kann nur bitten, dass in der nächsten Auflage, also diese Fußnote 2, entweder gestrichen oder doch erläutert wird. Also das wäre so ein erster möglicher Einwand. Naja, gut, Sie sind eine andere Meinung. Ja, das wollen wir dann hören. Jetzt, wie gelassen können wir tatsächlich sein? Ich glaube, das geht nicht. Und ich glaube, dass Peter Ulrich das zum Schluss auch einbekannt hat, wenn er von einer wahren universalistischen Moral gesprochen hat. Vorher haben Sie immer gesagt, entmoralisieren. Ich würde sagen, man muss viel mehr Moral betreiben, nicht weniger Moral, aber es bedarf eben einer richtigen Moral, nicht einer Politik der Moral, aber doch auch einer Moral der Politik in Bezug auf den, nennen wir es mal so, Nahostkonflikt. Und in diesem Zusammenhang würde ich Sie dann gern fragen, wer ist eigentlich die Linke, von der Sie sprechen? Ist das die Partei? Sind das irgendwelche sozialen Bewegungen von den Bahamas bis zu jenen antiimperialistischen Gruppen, die vor knapp einem Jahr in Hamburg eine Vorstellung von Claude Lanzmanns Film über Israel glaubten sprengen zu müssen, weil sie so anti-imperialistisch sind. Also wer ist eigentlich die Linke? Und die Frage wäre, wie soll es nun ausgerechnet in Deutschland möglich sein, über diese Thematik leidenschaftslos zu sprechen? Stichwort Entemotionalisierung. Da bin ich dann auch der Meinung, dass das nicht geht. Also da gilt dann vielleicht für den Diskursbeobachter oder Diskursteilnehmer, naja, was also der bürgerliche Wissenschaftler Max Weber geschrieben hat in Politik als Beruf, Leidenschaft und Augenmaß bedarf es in diesem Zusammenhang. Und da muss man dann natürlich schon ganz genau hingucken, und ich würde dann gerne von Ihnen hören, damit wir jetzt in eine bessere Diskussion kommen, und ich greife nochmal den einen Vorwurf von Heni auf, ob es Positionen gibt, die gewissermaßen guten Gewissens einklagen können, dass der Staat Israel illegitim sei. Ich persönlich bin der Meinung, dass man das nicht machen kann, einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, das ist jetzt natürlich super radikal,
dass wenn man genau hinschaut, jede Staatsgründung illegitim ist. Und es ist deswegen schon so etwas wie ein Singling Out von Israel ist, wenn man das immer wieder betont. Darüber, glaube ich, sollten wir sehr ernsthaft diskutieren. Darüber möchte ich aber nicht versäumen, und das ist jetzt genau nicht gegen Sie gerichtet, sondern gegen jene Gruppe, über die man vielleicht in Zukunft stärker noch reden muss als bisher. Also über die Anti-Imperialisten rede ich gar nicht mehr, also die finde ich nicht weiter interessant. Also die sogenannten Anti-Deutschen, bei denen mir auffällt, am Ende will es dann keiner gewesen sein. Ich habe jetzt mit verschiedensten Leuten Kontakt gehabt, auch mit Wissenschaftlern, die von den Antideutschen, wer immer das sein mag, gerne beansprucht werden, die weisen alle von sich, dass sie das seien. Aber da muss man sich jetzt schon ein bisschen ehrlich machen. Also ich habe schon vor Jahren ein Buch geschrieben, Deutscher Geist und Judenhass, wo ich nochmal relativ ausführlich nachgewiesen habe, dass jedenfalls der junge Karl Marx theoretisch ein Antisemit gewesen ist. Man kann es drehen und wenden, wie es will. Es hilft überhaupt nichts. Dass er sich unabhängig davon als Anwalt für bedrängte jüdische Mitbürger, wie heißt es heute, eingesetzt hat, ist eine andere Frage. Und dann natürlich, Sie haben jetzt Jürgen Elsässer erwähnt, dass ein anderer Rechtsradikaler, Reinhold Oberlercher, sich als Nationalmarxisten bezeichnet und sich besonders auf diese marxische Positionierung bezieht. Also alles, was ich sagen will, so sympathisch mir Ihr Ansatz ist und weswegen ich auch dieses Vorwort geschrieben habe, man würde sich wahrscheinlich einer Illusion hingeben, wenn man glaubt, gewissermaßen in so einen politischen Stand der Unschuld zurücktreten zu können. An dem Umstand, dass die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, egal ob sie aus Palästina kommen, egal ob sie Juden sind, egal ob sie aus Portugal kommen, nicht diese historische Schuld, aber diese historische Verantwortung gegenüber den Juden und damit auch in irgendeiner Weise, und ich lasse es betont so unscharf, in irgendeiner Weise Verantwortung zu übernehmen haben, daran beißt die Maus keinen Faden ab. Und wie diese Verantwortung am Ende auszusehen hat, darüber lohnt sich zu streiten. Aber dann, und das möchte ich nun doch gerne noch, und damit schließe ich zur Verteidigung der Amadeo Antonio Stiftung sagen, das mag zwar richtig sein, dass schwule Palästinenser keinesfalls die Möglichkeit haben, umstandslos und schnell nach Tel Aviv zu kommen, aber wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass die Sehnsucht, an so einen Ort zu kommen, relativ groß ist. Und da gibt es einfach politisch ein Problem. So sehr, und ich glaube, die Antiimperialisten, die können wir mittlerweile vergessen, also interessanter ist natürlich die postkoloniale Kritik, so sehr diese postkoloniale Kritik also gegenüber dem Staat Israel und seinen Siedlungsunternehmungen zutrifft, so sehr ist nicht daran zu zweifeln, dass bei allen Defiziten, Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen, also mit Ausnahme der Türkei, dass doch der Staat ist, in dem noch am ehesten sowas wie bürgerliche demokratische Freiheiten gewahrt sind, mit allen Abstrichen. Das muss man festhalten. Und deswegen spreche ich in meinem Vorwort unter Bezug auf eine Autorin, die der sogenannten kritischen Theorie nahestand, Else Frenkel-Brunswick, von der Tugend, Ambivalenzen auszuhalten. Also ich würde jetzt mal bisschen überpointiert gegen Sie sagen, also es kommt nicht darauf an, nur einfach zurückzutreten und eine bessere Beobachterposition einzunehmen, sondern gerade als Teilnehmer in die Lage versetzt zu sein, Ambivalenzen und Widersprüche aushalten zu können und mit ihnen konstruktiv zu arbeiten. Danke. Wir sind uns, glaube ich, das in, kann man dem letzten Satz entnehmen, doch recht einig, in dem Bestreben, tatsächlich Ambivalenzen auszuhalten. Wir haben auch keine andere Wahl.
Also diese dauerhaften Versuche, die Ambivalenzen, wie ich das beschrieben hatte, einseitig aufzulösen, lassen sich natürlich auch nicht sinnvollerweise halten. Sie rufen sofort diese Widersprüche hervor. Letztendlich haben Sie aber die Frage gestellt, ob Aufklärung in irgendeinem gewissen Sinne möglich ist. Und ich bin da optimistischer als Sie, meinen aber vielleicht ganz was anderes. Also ich bin, das wird man ja in meinem Vortrag auch entnommen haben, der Letzte, der behauptet, wir sind hier auf dem Weg zu einer entspannten, rationalen, unemotionalen Debatte oder sowas. Also das kann man nun wahrlich nicht über diese Auseinandersetzung sagen. Aber sie hat sich doch immens geändert. Also ich kann mich schon noch erinnern, dass es Zeiten gab, an denen es quasi regelmäßig auf Demonstrationen zu Schlägereien kam, um bestimmte Fahnen, Israel-Fahnen in der Regel, als ganze Hausprojekte auseinandergegangen sind, weil man sich über die Nahostfrage zerstritten hatte, als die Zeitschrift Phase 2 überlegt hat, mal eine Sonderausgabe zu diesem Konflikt herauszubringen, für die sie sich ein Titelbild ausgedacht hatten, ein Adressbuch, in dem lauter Namen ausgestrichen waren. Das ist eine Art der Auseinandersetzung in der Linken über den Nahostkonflikt, die vor allem so um das Jahr 2000 einen Höhepunkt hatte, die bei jedem Aufflammen von kriegerischen Auseinandersetzungen oder Konflikt im Nahen Osten hier eine eigenwillige Art der Verdopplung findet. Diese Situation ist einfach nicht mehr so identitätsstiftend für große Teile der Linken. Das heißt, viele Gruppierungen beispielsweise, und Linke meine ich tatsächlich... Wie bitte? Nicht ein neues Referat. Doch. Ja. Ich krieg das schon hin, Herr Kollege. Jetzt wird es schwieriger, jetzt habe ich mich ausgedacht. Jetzt muss ich nochmal ansetzen. Also, ich bin optimistischer. Sagen wir es. Ich bin pessimistisch, weil ich tatsächlich der Ansicht bin, das ganze Überspannte ist da. Und ich finde weiterhin, dass auch mancher Buchtitel eines Kollegen aus Hamburg damit drunter gefasst werden muss. Wenn man, damit meine ich nicht mal das unbedingt das ganze Buch, obwohl da ja auch nun schon sehr viel Kritisches gesagt wurde, über einen viele hundert Seiten lang dauernden Indizienbeweis. Das ist aber nicht das, was ich kritisiere und auf dessen Kritik ich weiter bestehen will. Was genau diesen Diskurs zum Ausdruck bringt, den Antisemitismus zu dem Wesenskern zu erklären, der uns alle Phänomene heutzutage irgendwie verständlich macht oder zum einzig relevanten Problem zu erklären. Das ist tatsächlich jahrelang nötig gewesen in einer Linken, die sich überhaupt nicht mit Antisemitismus auseinandersetzen wollte, die durch Interventionen, seien sie nun Antideutsche oder nicht, auch ich beobachte, dass das niemand sein möchte, diese Interventionen haben dazu geführt, dass sich diese Diskussion, und nicht nur die Antideutschen, dass sich die Diskussionen massiv geändert haben. In den 80er Jahren gab es die eine oder andere kleine Tagung in einer evangelischen Akademie, wo sich ein paar Intellektuelle zusammengetan haben und gesagt haben, dieser linke radikale Antizionismus, das lässt sich so nicht halten. Aber das ist nicht mehr die Situation. Es ist nicht so, dass wir in der Linken gegen so eine so massive Borniertheit haben, die gibt es bei einzelnen Positionen, bei einzelnen Menschen, bei einzelnen Gruppen und so weiter. Aber, und das ist vor allem eine persönliche Erfahrung auch, also nicht nur aus meiner, also nicht nur eine Erfahrung aus meiner Forschung, das, was ich, glaube ich, auch detailliert nachgewiesen habe, sondern auch eine Erfahrung von Einladungen, von immer wieder dieses, ich habe keine Lust mehr auf dieses, mich 100% auf eine Seite stellen zu müssen, entscheiden zu müssen, ich will das, dieses Spiel nicht mehr mittreiben. Und die Frage ist, ob man das machen kann. Ich denke, man kann sich bemühen, an einzelnen Stellen, wenn man sich Zeit nimmt, kleine Punkte auseinander zu diskutieren. Ich mache nur ein Beispiel, um dann zum Ende zu kommen. Gibt es einen nicht-antisemitischen Antizionismus? Natürlich. Also wenn man in das Buch reinguckt, dann wird man da bestenfalls eine Stelle finden, in der ich darüber schreibe, dass Generationen von Kommunistinnen und Kommunisten Antizionisten waren. Das ist eine historische Betrachtung insbesondere. Natürlich kann man
Und dann dieses Argument quasi gegen Ihre Frage haben Sie selber schon gebracht. Kann man aus einer prinzipiell antistaatlichen Position heraus gegen jeden Staat sein? Das ist natürlich keine Rechtfertigung für ein antizionistisches Weltbild. Aber das ist auch, ich weiß nicht, da muss sich der Herr Heni ziemlich viel Mühe gegeben haben, das in meinen Buchtext hineinzulesen. Ganz bestimmt nicht meine Intention. Ich glaube, die Entmoralisierung hat auf dem Gesamtdiskurs stattgefunden. Und das ist das Entscheidende. Das ist keine Frage individuellen Lernens. Es ist keine Frage davon, dass diejenigen, die vielleicht in, also bei nicht mehrheitlich, die vielleicht in den 80er Jahren noch Israel den Tod oder gewünscht hätten, dass die jetzt plötzlich irgendwie sagen, ah, jetzt habe ich das verstanden, das war irgendwie antisemitisch, jetzt sehe ich das anders. Sondern es ist tatsächlich ein genuin kollektiver sozialer Effekt durch dieses Aufeinanderprallen, der es in einem intergenerationalen Wandel ermöglicht hat, dass nachwachsende Generationen durchaus ein komplexeres Bild angeboten bekommen für ihre persönlichen Positionierungen im Nahostkonflikt. Und ansonsten bin ich ganz mit Ihnen, wir werden uns auch noch die nächsten Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte darüber die Köpfe einschlagen. Also vielleicht nur zwei Bemerkungen. Also die erste Bemerkung, ich denke auch, dass es Antizionisten gibt, die nicht antisemitisch sind. Und da denke ich vor allem an die Satmarer Hasidim, die jedes Jahr mit Hamas und Hisbollah an der Spitze der Al-Quds-Demonstration auch durch Berlin ziehen. Bei den Generationen von Kommunisten wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Also meine Erinnerung etwa, aber vielleicht ist das nicht Kommunismus, an die Außenpolitik der DDR, naja, nicht so schön. Also weiß ja nicht, ob man dann auch das ZK der KPDSU als kommunistisch bezeichnet. Und damit schon mal wissen, aber wen Sie meinen. Die DDR gibt es ja jetzt schon eine Weile nicht mehr. Aber Sie haben ja von Generationen von Kommunisten gesprochen. Wer soll das denn sein, 1989? Ich rede von Generationen von Linken. Also tatsächlich, Sie haben Kommunisten gesagt. Herr. Sie haben Kommunisten gesagt. Nichts zu machen. Nein, nein, nein. Aber wir können es ja abspielen. Er hat Kommunisten gesagt. Also es gibt beispielsweise innerhalb der einer wirklich breit verstandenen Linken, und da ist es auch, finde ich es auch ein bisschen problematisch, dass diese eine Partei diesen Namen für sich so ein bisschen okkupiert hat. In dieser breit verstandenen Linken gibt es nicht nur Menschen, die sich als Kommunistinnen und Kommunisten begreifen und in der MLPD oder der DKP oder in sonstigen Vereinigungen dieser Art sind. Da gibt es ein durchaus breiteres Bild und es gibt Kommunistinnen und Kommunisten, auch wenn ich glaube, Linke gesagt zu haben, auch in der außerparlamentarischen Linken. Das Entscheidende ist, also ein Großteil dieser Debatte, also diese kommunistische Linke dieser Art, die hat ja auch keinerlei Relevanz mehr heutzutage, aber in der außerparlamentarischen Linken, kleinen Moment, da hat es diese massiven Diskussionen gegeben und da hat es auch diese neue relaxte Position, dass Gruppierungen, die vor 10 Jahren noch nichts anderes gemacht hätten, als für Israel auf die Straße zu gehen, gegen Antisemitismus, dass die heutzutage und die jeden Sozialprotest als ein strukturell antisemitisches Aufbegehren eines deutschen Mobs gedeutet haben, dass die heutzutage plötzlich wieder sich in der Krise mit sozialpolitischen Fragestellungen beschäftigen. Das sind Entwicklungen, die ganz offensichtlich sind in einer außerparlamentarischen. Aber mit meiner Vorstellung von einem intergenerationalen Wandel geht tatsächlich nicht unbedingt einher, dass ich glaube, dass irgendwann die MLPD fortschrittlichere Positionen vertreten wird. Das denke ich nicht. Und jetzt will ich aber doch noch einmal verschärfen. Stimmt die Vorhaltung, dass Sie sagen würden, dass Positionen, die in besonderer Weise sagen, dass der Staat Israel illegitim ist, nicht notwendig antisemitisch sein muss? Weil ich bin mir relativ sicher, dass keineswegs alle Antizionisten Antisemiten sind. Ich bin mir aber empirisch relativ sicher, dass die meisten Antisemiten heute Antizionisten sind. Das ist ein großes Problem, etwa in der Diskussion, weil es ja auch so bei den Grünen Bestrebungen gegeben, was ich gar nicht mal falsch finde, zu überlegen, ob man Produkte aus der Westbank boykottiert. Bedauerlicherweise ist irgendwo die NPD in Mecklenburg-Vorpommern oder was weiß ich, wo zuerst auf diese Idee gekommen. Also dahinter verbirgt sich doch ein Problem. Zunächst mal kann ich Sie beruhigen. Ihre Sorge ist unbegründet. Ich bin
durchaus nicht der Ansicht, dass ein gesondertes ins Zentrum stellen der Welterklärung Israels und ein gesondertes Bestehen darauf, dass dieser Staat keine Existenzberechtigung hat, dass das irgendwie legitim sei, das werden Sie von mir nicht hören. Interessant ist aber, dass auch wir jetzt doch auf Basis einer relativ großen Übereinstimmung in vielerlei Hinsicht sogar es geschafft haben, an einen Punkt zu kommen, wo wir ein ganz klares Bekenntnis gerne haben wollen. Und das, glaube ich, ist, gibt Ihnen jetzt vielleicht wieder recht, Ihrer Aufklärungsskepsis. Ich will es mal an einem anderen Beispiel noch darstellen. Eines dieser Kriterien, die häufig angeführt werden und auch zu Recht angeführt werden für Antisemitismus, ist ein Vergleich der israelischen Politik oder des Staates Israel mit dem Nationalsozialismus. Was ich sage, ist, dass dieses kein hundertprozentig klares Kriterium ist, was es uns erlaubt, irgendwie nicht mehr genauer hingucken zu müssen. Diese Kriterien der EUMC sind alles, ich begreife die als sensibilisierende Konzepte, die uns aufmerksam machen, jetzt genauer hingucken zu müssen. Aber wenn wir es wirklich als einen wasserdichten Indikator nehmen würden, was würde das bedeuten? Sind dann alle, also wenn man sich anschaut, wie beispielsweise in den 80er Jahren in Israel es nur so von Hakenkreuzschmierereien gewimmelt hat, sind das dann alles Antisemiten, weil sie sich der stärksten zur Verfügung stehenden moralischen Waffe bedient haben? Das ist diese Unterscheidung, die ich nur einfordere. Und ich sage, in der Mehrheit der Fälle, wo deutsche Antizionisten oder wahrscheinlich in 100% der Fälle, wo deutsche Antizionisten Israel mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen, finde ich, das ist glasklarer Antisemitismus. Aber ich verlange nur auch, dass man an dieser Stelle klar sein muss und nicht aufgrund einer reflexhaften Entscheidung gar keinen Kontext mehr braucht, weil man dann ganz schnell sieht, weil man dann zu einer Übergeneralisierung kommt, die einfach nicht mehr tragfähig ist. Und ich glaube, das ist das, was ich so gern befördern würde, diese Möglichkeit, an diesem einen oder anderen Punkt wirklich mal ins Detail zu gehen und etwas auszusprechen, was offensichtlich aber eine moralische Verletzung bedeutet. Es bedeutet natürlich für viele Menschen fälschlicherweise, was jetzt meine Position angeht, fälschlicherweise, da will jemand den Antisemitismus kleinreden. Und das ist das Problem, dass man, und ich sehe das auch, dass es ein ernsthaftes Problem ist, dass man, also in anderen Bereichen gibt es das auch, nur nicht ganz so stark ausgeprägt, dass man, weil man Gefahr läuft, ein manifestes, tatsächlich bestehendes, großes Problem möglicherweise kleinzureden und zu schmälern, weil diese Gefahr besteht, darf man trotzdem nicht, finde ich, so diese Scheuklappen aufsetzen und dann lieber nicht drüber reden, weil das auch der Aufklärung mit Sicherheit nicht behilflich ist. Ja, drüber reden muss man immer. Also vielleicht auch eine Bemerkung, dann können wir öffnen. Also wenn Sie es mitgekriegt haben, also vor ein paar Tagen hat im Jüdischen Museum in Berlin ein dreitägiger Kongress zu Leben und Werk von Leon Feuchtwanger stattgefunden. Wenn ja einige von Ihnen kennen und jemand hat, wie ich dann später auch, über dieses Buch, also die Trilogie zum jüdischen Krieg, referiert, wirklich sehr gut. Der Referent hat völlig richtig gesagt, also das ist auch eine Warnung, also gegenüber steigerten jüdischen Nationalismus sei. Aus dem Publikum wurde ihm dann entgegengehalten, es ist vielleicht doch ein bisschen komplexer, auch wenn man in diese drei Bände Feuchtwanger reinsieht. Und der Fragende, der wirklich die beste Biografie über Feuchtwanger geschrieben hat, verblüffte dann das Publikum. Aber es ist doch gerade die Aufgabe von uns Deutschen, so etwas wie Mauern und Stacheldrähte zu kritisieren. Ich würde das nicht als Antisemitismus bezeichnen, aber wiederum als eine eigentümliche Engführung, die ich mir natürlich absolut erklären kann. Ich meine, es ist doch ganz selbstverständlich, dass hierzulande Israel in der Ostkonflikt im Mittelpunkt steht und nicht der Hunderttausend von Toten kostende Bürgerkrieg im Kongo. Das kommt weder in der Tagesschau noch bei Anne Will noch sonst wo vor. Was überhaupt wo vorkommt, ist natürlich eine Ost. Das hat mit der deutschen Geschichte zu tun. Darüber muss man sich klar werden. Darum geht es übrigens in dem Buch.